hyperresponsive Entzündung wirksam lindern, also überschießende Entzündungen, die nicht zur Ruhe kommen, die Behandlungszeit verkürzen und die Geweberegeneration bei ZNS-Erkrankungen beschleunigen, ist gegeben. Herzlich willkommen zu einem weiteren Videobeitrag zum Thema der Bedeutung der Pro-Resolving-Mediatoren. Und heute geht es um die Erkrankung des zentralen Nervensystems, des ZNS. Ich habe hier wieder eine kleine Studie für Sie ausgegraben und auch schon auf Deutsch übersetzen lassen, maschinell natürlich. Und gleich zeige ich Ihnen, worauf es dabei ankommt, wenn Sie denn dabei bleiben. Bis gleich. Heute geht es um das zentrale Nervensystem und die Pro-Resolving-Mediatoren. Ich habe für Sie wieder eine kleine Studie bereits Maschinen übersetzen lassen und dabei erkennen Sie, dass das zentrale Nervensystem von zentraler Bedeutung ist. Denn damit sind Sie Sie selbst und damit funktioniert alles andere, was an Ihrem Körper noch so dran hängt. Und alle neurodegenerativen Erkrankungen basieren normalerweise auf einer chronischen Entzündung. Und das ist das, was wir hier auch in dem Artikel beschrieben sehen. Die potenziell entzündungshemmenden Medikamente müssten gegebenenfalls durch Substanzen, die weniger nebenwirkungsbehaftet sind, ersetzt werden. Die meisten Erkrankungen des zentralen Nervensystems sind mit überreagierenden entzündlichen Läsionen verbunden. Eine Entzündung des zentralen Nervensystems kann zu irreversiblem neuronalen Verlust und dauerhafter Funktionsstörung führen. MS-Patienten, Morbus-Parkinson-Patienten, Alzheimer-Patienten wissen, wovon ich rede. Wenn es symptomatisch wird, sind in der Regel 70% der Zellen, die davon betroffen sind, kaputt. Und mit den restlichen 30% müssen sie den Rest des Lebens klarkommen. Und umso wichtiger ist es, dass sie diese Prozente, und da merken Sie jedes Prozent, was Ihnen da verlustig geht, schützen. Und dafür müssen wir alle Möglichkeiten nutzen, die wir haben. Die will ich heute nicht alle aufzählen, aber eine davon sind die Pro-Resolving-Mediatoren, die hier beschrieben werden. Und die Expertenmeinung dazu ist, die Auflösung von Entzündungen ist ein natürlicher Prozess, der nach einer akuten oder chronischen Entzündung auftritt. Nachweis, dass SPMs, also diese spezialisierten Pro-Resolving-Mediatoren, hyperresponsive Entzündung wirksam lindern, also überschießende Entzündungen, die nicht zur Ruhe kommen, die Behandlungszeit verkürzen und die Geweberegeneration bei ZNS-Erkrankungen beschleunigen, ist gegeben. Adjuvantien, Nanotechnologie, Arzneimitteldesign und so weiter und weitere Studien, ist klar, muss immer geliefert werden. EPA und DHA gibt es klassischerweise in Fisch. Fisch war mal gesund. Heutzutage haben wir Hafenschlickverklappung vor Helgoland. Heute haben wir Seen, Ostsee, Nordsee, Mittelmeer, Schwarzes Meer. Alles Gewässer, in denen ganz viel reinfließt, einiges verdunstet, aber wenig an Wasser ausgetauscht wird. Wir sehen ganz viel Mikroplastik da drin, nicht nur auf den Gletschern, sondern in den Fischen ganz massiv. Fisch war also mal gesund. EPA und DHA ist so, dass es in Fisch mehr EPA als DHA gibt. Aber wie kommt das eigentlich rein in diese Fische? Das liegt daran, dass Krill Algen frisst. Und diese Algen bilden EPA und DHA. Und das akkumuliert dann im Krill. Der wird wiederum von Fischen gefressen, die dann von anderen Fischen gefressen werden. Und so akkumuliert sich über die Zeit das gesunde EPA und DHA und das ungesunde toxische Metall und das ungesunde Mikroplastik. Da ist es ganz sinnvoll, wenn Sie also feststellen, dass mit der normalen Nahrungskette EPA und DHA nicht mehr so ganz einfach ohne Nebenwirkungen zu bekommen ist, sich mal umzuschauen, ob es auch vielleicht Algenöle aus Indoor-Züchtung gibt, die man dann wie ein Pflanzenöl, was man ja sonst auch an den Salat gibt, mit in die Ernährung einbinden könnte. Damit hätten Sie schon mal eine gute Grundlage geschaffen, dass der Körper Ihre Pro-Resolving-Mediatoren selber bauen kann. Und sollten Sie das Gefühl haben, dass er das nicht ausreichend gut tut, weil eben doch bestimmte proentzündliche Situationen einfach nicht enden wollen, dann steht ja noch die Möglichkeit, diese PRMs auch mal gezielt einzusetzen, um zu schauen, ob sie einen Unterschied spüren. Und zu welchen Dosierungen man da greifen soll, sollten Sie am besten mit Ihren
Ärzten und Therapeuten besprechen, die sich mit der Thematik schon so weit auseinandergesetzt haben, dass sie auch eine Erfahrung haben oder auf die entsprechenden Studien verweisen. Eine davon finden Sie ja bereits in dem gemeinsamen Artikel von Dr. Franz Josef Kreuzer und mir über die Verträglichkeit der SPMs Active, die zur damaligen Zeit das einzige am Markt vorhandene Produkt waren und die mittlerweile ja auch kein Alleinhersteller mehr sind. Also schauen Sie im Internet, was es da so gibt.